Philipp, mach einen Marktplatz. Tu es. Und da sind sie wieder in der Hut. Eine Nachricht von König Philipp. Unsere Pläne wurden zunichte gemacht. Schön, dass du es jetzt mal mitkriegst, Philipp. Was kann der König jetzt nur tun? Dass du ziemlich am Arsch bist. Ah, da kommen wieder Sklaven. Oh, Marschi. Was wirst du noch tun, ist die Frage. Weil für Philipp war es das jetzt. Hätte ich sogar fast wieder aufbauen können. Hat Friedrich gerade pünktlich zu Philipps Tod seine gesamte Außenwirtschaft abgerissen? Das hat das klassische Problem von Zugbrücken. Oder was? Lag es an dem Holzmangel? Das könnte es auch sein. Jetzt haben wir dann 2 gegen 2. Aber gut, der Wolf kriegt gerade ordentlich aufs Maul. Und die Ritter könnten sogar tatsächlich ein bisschen seine Wirtschaft schädigen. Oder auch nicht. Jetzt wird es interessant, auf wen der Wazir als nächstes. Ich sehe es schon. Auf den Marschall. Das könnte böse ausgehen. Ich glaube kaum, dass sich der Marschall gegen den Wazir halten kann. Auch nicht mit seiner neuen Burg. So, Marschall gegen Vasir, das erinnert mich jetzt glatt an die Mission Vasirs Festung. Aus Crusader Extreme. Oh, der Marschall müsste jetzt mal mit seinem Rasierapparat drüber fahren. Mit seinem Ritterrasierapparat. Da könnte der tatsächlich gut was ausrichten. Oh, die Feuerballisten könnten jetzt echt die gesamte Burg räumen. Das sollte jetzt echt mal ein paar Ritter rausschicken dafür. Oh, wie heftig sich Friedrich hält. Es ist interessant. Also, in den meisten Matches ist Friedrich auf kurz oder lang gegen den Wolf eingeknickt. Jetzt schafft er es sogar zurückzuschlagen. Dafür ist Philipp viel früher gestorben als in vielen anderen Matches. Und die Ratte spielte. Aber das Ding ist immer noch nicht so wirklich entschieden. Weil Friedrich kommt jetzt wieder ziemlich in Fahrt. Bei dem läuft es gerade ziemlich gut. Ja, er nimmt aber einen ziemlich blöden Weg für seine Ritter. Alter Falter, die Feuerballisten, ne? Oh, und die Ritter kommen nicht mal nach hin. Oh, so viele Feuerballisten sind halt wirklich ekelhaft. Weil wenn er mit dem Ritter nicht mal direkt auf die zureitet. Also die könnten jetzt echt die gesamte Burg räumen. Okay, das ist halt richtig ekelhaft. Das hatte ich auch noch nicht bis jetzt in den Testmatches. Okay, die haben sich noch durchgemäht, aber... Ja. Jetzt steht er erstmal da. Gut, er kriegt jetzt immer noch produziert, auch wenn die Torhäuser zu sind. Das ist ja der neue Marschall. Der neue Herrenduft von Marschall. Wolfi, was machst denn du bitte? Ist das jetzt ernsthaft ein neuer Truppentreffpunkt? Alter, bist du bedeppert? Dem wird jetzt alles auf seine Armbrustschützen werden ihm da relativ wenig bringen. Jetzt schießen sie wenigstens mal. Dennoch... Das als Truppentreffpunkt, vor allem wenn alles noch auf die langsamen Schwertkämpfer wartet. Das ist nicht unbedingt das Cleverste. Alter Falter, was steht denn da? Marschi, ich glaube, das wird's für dich werden. Du wirst jetzt zu einem Marshmallow. Schön gerüstet. Schade, ich war so ein bisschen persönlich auf der Seite von den Dreien. Und
Es gab tatsächlich auch durchaus Spiele, das könnt ihr mir glauben, wo die drei gewonnen haben gegen die anderen drei. Es ist nicht so obvious, wie man zuerst glaubt, wo man sich denkt, boah, das reißt doch Wolf und Vasir locker. Wie gesagt, ohne die Ratte werden die ganz locker weggeflext. Mit der Ratte wird es sehr ausgeglichen. Die Entscheidung ist gefallen, weil Philipp so früh gestorben ist, ein bisschen. Mascha wird sich da jetzt nicht retten können. Die Feuerballisten haben es halt wirklich komplett versaut. Restlich. Ja, jetzt greift halt noch Friedrich an, aber es wird ihm nicht so viel bringen. Der Wolf hat sogar noch gute Reserven. Nee, oh Gott, jetzt ist es sogar... Ja, jetzt ist er zum Marshmallow geworden. Jetzt ist er der Marshmallow. Aber es ist halt wirklich so, diese Burg vom Wolf ist gerade gegen diese Konstellation einer seiner größten Nachteile. Wenn die Ritter dann mal ordentlich losreiten, also wenn die Ritter sich wirklich mal auf ihn fokussieren dann, von Philipp und Marshall vor allem, so in Kombination, der kann nichts machen. Dem wird alles weggefräst außerhalb der Burg. Das ist richtig heftig. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, da können wir tatsächlich nochmal ein Rematch machen, wenn ihr wollt. Weil das ist tatsächlich ein Match, das kann beim nächsten Mal wieder ganz anders ausgehen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, 4-5 Mal gespielt und jedes Mal ging der Verlauf ein bisschen anders. Und das Ergebnis hat dann dementsprechend auch anders ausgeschaut. Das hier war sogar mal mit der eindeutigste Sieg für diese drei. Also, ich gehe jetzt schon vom Sieg aus mittlerweile, weil ich dachte nicht, dass Friedrich ja alleine noch irgendwas hinbekommt. Dafür müsste er irgendwie so hinterrücks den Vasir wegmeucheln können. Aber wenn er spätestens mit der Vasir jetzt noch Friedrich angreift, wird es auch mit Friedrich gewesen sein. Das ist jetzt echt Friedrichs Feuerlöscher. Das ist halt wirklich heftig mit den Feuerballisten. Die haben ihm echt alles runtergeräumt. Aber gut, er hat gut Reserven. Aber wie gesagt, das ist eine Partie, die ist echt ein Rematch wert. Weil die können beim nächsten Mal wieder ganz anders ausschauen. Aber beim nächsten Match, würde ich gerne ein Rematch machen zwischen Philipp und Marshall. Und den neuen Marshall mal zeigen, ob er diesmal eine gute Chance gegen Philipp hat oder nicht. Weil letztes Mal war es ja sehr, sehr einseitig. Mal gucken, wie es mit dem neuen Marshall aussieht. Ja, super. Dort hat noch ein bisschen, Der macht die ganze Zeit Baumeister, oder? Alter. Will das so dringend das Zelt besetzen, ja? Das wäre so ein Witz, wenn Friedrich noch rausgeht und jetzt den Wolf zerlegt. Ich meine, mit dauerhaftem Mangenbeschuss und die Tribocke, die immer da reinbrettern. Aber spätestens, wenn der Vasir auf ihn geht, ist es halt aus. Aber vielleicht auf lange Sicht könnte er den Wolf sogar fertig machen jetzt, weil ich meine, er ist jetzt dabei zurückzuschlagen langsam. Er müsste halt nur mit dem Mangen noch lang genug draufhalten hier, um da wirklich genug Schaden zu machen. Die Ritter kommen ja leider nicht durch. 4 Stück reichen da leider nicht für. Da braucht er schon die Unterstützung von einem der beiden anderen. Tja, Marshall. So kann das Leben laufen. Ich meine, Friedrich könnte auch so
in so heftigen Intervallen angreifen, wenn er einfach Schwertkämpfer machen würde. Wenn einfach welche, wenn Schwerter und Rüstungen da sind. Wenn er so wie Richard ausbilden würde und angreifen. Heiliger Bimba, würde der schnell loslegen. Da bräuchte er noch nicht mal Waffen kaufen für. Und wenn er Armbrustschützen rausdrücken würde, wie der Schwein beispielsweise. Ja. Marschall, halte lang genug durch, bis Friedrich den Wolf tot hat. Es kann nur noch Jahre dauern. Ja, jetzt greift der Wolf nochmal an. Das wird, glaube ich, wieder ein Fail-Angriff. Ich glaube nicht, dass es damit sehr weit kommt. Danach wäre er halt verwundbar, wenn Friedrich angreifen würde, aber es würde bestimmt nicht... Nee, es reicht nicht. Dafür greift Friedrich nicht stark genug an. Friedrich müsste ihn länger schwächen. Auf lange Sicht könnte Friedrich gegen Wolf sogar vielleicht sogar alleine schaffen. Zumindest gegen diesen Wolf. Ach, jetzt sind sie drin. Tschüss, Marschi. Eine Nachricht vom Marschall. Verdammt, schon wieder verloren. Eine Nachricht von Vasir. Sie fallen wie die Fliegen. Immer an Gesicht meiner Armee. Sehr schade, ich habe die linken drei angefordert. Feuert. Und das ist sogar die schnellste Partie von allen Testmatches, die ich gemacht habe. Na gut, Philipp ging früher drauf als gewohnt. Ich glaube, diese große Burg mit der großen Produktion war jetzt auch sein Sargnagel. Weil die war jetzt einfach groß genug, dass man sie schnell anzünden konnte. Ansonsten hatte der immer die kleineren Burgen. Und ich glaube, die waren dann tatsächlich vorteilhafter. Es muss nicht immer die Burg mit der größten und dicksten Produktion die beste sein. Es ist immer situationsabhängig. Das ist auch der Grund, warum ich keine festen Burgen verwende, sondern das so ein bisschen random belasse. Weil es gibt selten für jede Situation die beste Burg. Also für jede Situation, dass man sagen kann, diese Burg ist in allen Situationen die beste. Und immer beispielsweise diese Wolfsburg. Die ist jetzt, die hat jetzt zwar im Ranking bei den Burgvorstellungen mit am schlechtesten abgeschnitten, aber das war eine andere Bewertungsgrundlage als jetzt so eine im direkten Kampf. Das ist einfach, da wurde die Burg für sich bewertet, die Wirtschaftswege, wie weit die Produktionsstätten entfernt sind, wie gut die Burg bei Angriffen geschützt ist, bei einem durchschnittlichen. Jetzt, was Situationen angeht, die Burg hat durchaus seine sehr großen Vorteile. Der allergrößte, sie ist sehr klein und schnell aufgebaut. Aber es hat eben auch den riesig großen Nachteil, wenn der Gegner mal sehr versiert darauf ist, Wirtschaft zu zerstören, dann kriegt man diesen Wolf unglaublich gut geschwächt. Ja. Und hier wird Friedrich jetzt so langsam einknicken. Das ist tatsächlich mal ein Match, wo ich nicht mal schneiden muss. Die Leute hätten auch nicht gedacht, dass in dem Match von den drei Schlaftabletten, vor allem zwei Schlaftabletten hier, Friedrich und Marschall, dann doch so viel los ist, oder? Jetzt kommt der Wolf nochmal mit einigen Brittenen. Jetzt wird so langsam mit ihm den Bach runtergehen. Ihr könnt ja natürlich auch mal Vorschläge schreiben, ob ihr noch irgendeine Änderung an dieser Konstellation was vorlegt. Was anderes als die Ratte ist halt so schon schwierig. Weil ihr habt ja gesehen, in diesem Match beispielsweise, es ist schon ziemlich gut gebalanced jetzt mit der Ratte. Ohne die Ratte ist es sehr viel Vorteil von den beiden, von den dreien da links, weil der Marschall viel früher auf den Vasir mitgeht und auf den Wolf, um die zu schwächen mit den Rittern. Es ist schwierig, da jetzt noch großartig was zu drehen. Ich habe schon mit vielen versucht. Ich habe es auch mit John Khalif versucht. Ich habe schon Saladin mit reingeschmissen. Ich habe viele verschiedene Konstellationen versucht. Hier und da und rumgedreht. Auch den Sultan hatte ich schon öfters mal mit drin. Und so war es bis jetzt das spannendste Ergebnis.
Nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich die vorigen Matches nicht aufgenommen habe, weil die waren manchmal sogar bis zu 2 Stunden hin noch bis zum Ende unklar, wer jetzt eigentlich die Oberhand hat. Das ging jetzt schneller, dank Philipps Großbrand. Ja, apropos Großbrand, ne? Wenn man vom Teufel spricht. Friedrich, auch wenn es brennt, nicht ins Wasser stürzen. Denk dran. Obwohl, ob du auf die eine Weise stirbst oder auf die andere, macht auch keinen Unterschied mehr. Friedrichs Todesursache. Er ist verbrannt. Unter Wasser. Er ist während des Verbrennens unter Wasser erstochen worden. Und erwürgt. Und ist dann noch an Alkoholvergiftung krepiert. Alles gleichzeitig. Erinnert mich jetzt hier an... Aha, ich weiß nicht mehr genau, was welche Serie das war. Irgendeine Serie, was irgendwie so eine Beerdigung von jemandem, der hier in so ein Alkoholfass gestürzt ist. So eine Schwarzbrennerei, so in Schnapsfass gefallen ist. Oder ersoffen ist. Ich meine, es hat eine Woche gedauert, bis die Leiche vollständig ausgebrannt war. Das ist so heftig. Das ist tatsächlich, da stirbst du gleichzeitig an der Trinken- und Alkoholvergiftung, glaube ich. Da ist die Frage, was tritt schneller ein? Das Ersticken oder die Wirkung vom Nervengift? Weil Alkohol ist ja Nervengift. Und ich meine, in so einer großen Menge, wenn du das schluckst, ist die Frage, tritt schneller der Hirntod ein durch den Alkoholeffekt? Oder bist du schneller ertrunken durch Ersticken quasi? Teils, teils. Ich könnte mir beide schnell vorstellen. Gut, andererseits... Ich glaube, du bist schneller ertrunken, weil bis das Alkohol wirklich im Blut ist und richtig ankommt, vergeht erstmal ein bisschen. Obwohl bei so einer hohen Menge, ich weiß es nicht. Und normalerweise vergehen erstmal so 10 bis 15 Minuten, bis das Alkohol so richtig wirklich im Blut ankommt. Fragen über Fragen. Wenn RTL zuguckt, wird es wieder eine neue Killerspieldebatte auslösen. Oh Gott. Er redet über Ertrinken im Alkohol, während er Stronghold Crusader spielt. Dieser Mörder. Blutrünstige Killer. Sind doch alle gleich. Was war denn das? Spontane Selbstentzündung? Das war jetzt wirklich spontane Selbstentzündung. Die Ballisten schießen irgendwo davon und hinten geht auf einmal ein Riesenbrand los. Jetzt geht's aber los hier. Mit dem Feuer. Ich bin aber erstaunt, wie gut sich Friedrich gehalten hat. Der hat jetzt nicht nur den Wolfstand gehalten, er war sogar kurz davor zurückzuschlagen. Und das, obwohl der Vasier auch hier und da ein bisschen was zum Stören vorbeigeschickt hat. Das war nicht ohne. Tja, also an Geldvorräten mangelt es nicht. Wenn er Waffen kaufen könnte, könnte er sogar noch zum Gegenschlag rücken. Könnte jetzt in die Ardennen-Offensive übergehen. Aber nein, aber nö. Ja, die Ardennen-Offensive in der Wüste, kennt doch jeder. Stell dir einfach die Ardennen vor, bloß ohne Schnee. Und nicht in den Ardennen. Ach so. Alles klar. Aber erstaunlich, dass ich Friedrich wirklich... Puh. Aber wie gesagt, der neue Marschall, der macht sich auch nicht schlecht, oder? Klar, bei Druck geht das nach wie vor ein. Aber er hält sich ein bisschen besser. Man kann ihn jetzt tatsächlich mal für mehr KI-Kämpfe einplanen. Und heiliger, wie viele Berittene. Was geht denn jetzt schon wieder mit dem Vasier ab? Das ist einer der Gründe, warum ich Vasier zu den stärksten arabischen Fürsten neben Saladin zähle. Auch stärker als in Emir. Weil was der mit Berittenen macht. Die kaiserlichen Pläne drohen zu scheitern. Zeit für eine. Klar, der Emir setzt auch Berittene ein, aber viel, viel passiver. Guck dich mal an, was der Vasier mit Berittenen anstellt. Stell dich mal vor, der würde noch... Vasier mit Bierausschank noch zusätzlich und positiven Angstfaktor. Also sagen wir es mal so. Ein Emir mit Angriffsverhalten und Truppenkonstellation vom Vasier. Autsch. Das wäre Autsch. Beziehungsweise ein Emir, der so übel auf die berittenen Bogenschützen setzt, wie der Vasier. Mehr ist es eigentlich nicht. Es sind die berittenen Bogenschützen vor allem. In dieser Menge. Ja, jetzt geht Friedrich hops. Jetzt gehst du baden.
Pfiou. Wir speichern nochmal. Yay. Speichern. Richtig. Tschüss, Friedrich, du hast dich wacker geschlagen. Das ist also der Tag, an dem das Reich seinen Kaiser verliert. Sogar vom Vasier umgenatzt. Seine Nachricht kam nicht mehr. Hier war wieder zensiert. Rennt er wieder nackt durch die Wüste. Wusstet ihr eigentlich, unter seiner Kleidung ist der Vasier nackt? Kreisch. Nein! Dieser Ferkel. Dieses Ferkel, Entschuldigung. Okay, alles klar. Wollt ihr eigentlich, ja, wie gesagt, wir können ein bisschen an den Konstellationen drehen. Wollt ihr mal so ein Match ohne die Ratte sehen? Nur die drei gegen Wolf und Vasier? Nur für die Leute, die es mir nicht glauben, aber glaubt mir, die watzen die beiden weg. Und zwar ziemlich heftig. Wir können es mal machen für die Leute, die es noch ein bisschen skeptisch sind. Aber ansonsten würde ich mal sagen, wir können irgendwann auch mal ein Rematch von dieser Partie machen, weil ich trau den Dreien zu gewinnen. Den Dreien, das ist vollparteiisch, ne? Also hier Friedrich, Philipp und Marschall. Die drei haben durchaus Potenzial zu gewinnen. Und gar kein so schlechtes. Vielleicht muss man hier und da noch ein bisschen was... Ist halt die Frage, was man noch dreht. Ich meine, wenn die Ratte wegkommt, wird es zu einseitig für die. Und was Schwächeres als die Ratte kann man eigentlich nicht einfügen. Es sei denn, die Gegner kriegen auch nochmal einen Marschall. Wegen langsam... Sultan... Es geht ja eher darum, der Sultan hält halt defensiv länger durch als die Ratte. Schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Man könnte natürlich die Platzierung ändern, aber die Platzierung, das macht es auch nicht wirklich besser. Obwohl, ich teste da noch ein bisschen rum. Ich würde sagen, ich teste einfach mal ein bisschen und wenn mir noch was Tolles einfällt, können wir dann mal ein Rematch machen. Aber nächste Woche steht erstmal das Rematch tatsächlich Marschall gegen Philipp an, mit den neuen Marschallburgen, weil damit ist es durchaus interessanter. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten KI-Kampf. Haha. Irgendwie, wenn man so spontan merkt, dass man eigentlich am Ende ist, aber sich die Stimme noch nicht dran gewöhnt hat, hier die Tonlage zum Ende anzupassen. Also, bis zum nächsten KI-Kampf. Und wieder fällt ein Feind vor meinen Augen, während ihr, mein Verbündeter, wie immer nur zuseht. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.